So, dann können wir die Pressekonferenz eröffnen, liebe Zuschauer. Der 4. November, der 14. Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg mit der Partie 1. CFR Pforzheim gegen den SV Spielberg. Das Endergebnis 3:0, so war auch schon der Pausenstand. Die Torschützen gebe ich nochmal durch. In der 9. Minute Kuslin Lushtaku mit seinem ersten Saisontreffer und in der 18. Minute hat er gleich noch einen draufgesetzt zum 2:0 und den 3:0 Endstand in der 38. Minute hergestellt von Denis Gucevic per Foulelfmeter nach Foulspiel an Julian Grupp. Ich begrüße die beiden Trainer hier bei mir, Ole Schröder, SV Spielberg und unseren neuen Trainer jetzt im zweiten Spiel, Gökhan Gökçe. Und darf das Wort gleich an die beiden Trainer auch weitergeben. Ole Schröder, 0:3, nicht das, was man Einstand nach Maß nennt für Ihren Job, den Sie übernommen haben, jetzt sehr kurzfristig. Wie haben Sie das Spiel heute erlebt? War was drin für Spielberg oder meinen Sie, das Ganze ging auch so laufen? Also zunächst einmal Glückwunsch an den CFR. Ich denke, im Großen und Ganzen doch ein verdienter Sieg, wenn auch meiner Meinung nach in der Höhe ein bisschen zu hoch. Was der CFR gemacht hat, war, sie waren einfach effizienter vorm Tor, haben sehr früh die Tore gemacht, was ihnen auch mit ihrer Spielweise in die Karten gespielt hat. Sie haben sehr mutig gespielt, da sind wir in der ersten Halbzeit nicht so richtig mit zurechtgekommen und dann eben auf frühen Rückstand geraten. Für meine Mannschaft kann ich sagen, wir sind im Großen und Ganzen war es ein gleichwertiges Spiel, meiner Meinung nach. Wir sind immer wieder angelaufen, immer wieder in die gefährlichen Zonen gekommen. Nur die Zielstrebigkeit in der letzten Zone, da wo es dann wirklich ums Tore-Schießen geht, hat gefehlt. Wir hätten den Anschluss machen können mit dem Postentreffer. Und dann wäre es vielleicht auch wieder offener gewesen. Im Endeffekt dennoch verdient der Sieg für den CFR durch individuelle Klasse, die sie haben. Vielen Dank, Ole Schröder. Gökhan, zweites Spiel, zweiter Sieg, 2:0 Sieg. Ich denke mal, besser hätte es jetzt für dich nicht laufen können, wie es begonnen hat. Ich denke auch nicht, dass du mit dem Spiel heute unzufrieden warst. Oder wie hast du das heute gesehen? Ich war voll zufrieden. Wir haben uns einiges vorgenommen gehabt. Wir haben, so wie wir heute spielen, haben auch die letzten zwei Wochen trainiert. Ein brutales Umschaltspiel, Leidenschaft. Mutig, ja, wir haben uns einiges zugetraut, waren vielleicht hier oder da mal hektisch, haben die Kontersituation nicht gut genug ausgespielt. Ich bin der anderen Meinung, wir haben heute das Spiel absolut in der Höhe verdient gewonnen, weil wenn wir unsere Kontersituation einfacher ausspielen würden, würden wir noch mehr Torschancen haben und im Gegenteil oder im Gegenzug haben wir sehr gut verteidigt mit 11 Mann hinterm Ball. Und wir haben nicht nur vor unserem 16er verteidigt, wir haben auch 70, 80 Meter weg von unserem Tor verteidigt. Das Verteidigen hat früher angefangen und wenn es nicht geklappt hat, sind wir alle hinterm Ball gelaufen. Ja, wir haben gekämpft, wir haben Einsatz gezeigt, wir haben das Spiel gewinnen wollen. Ja, und wir haben das Spiel meiner Meinung nach nicht nur heute hier gewonnen, sondern wir haben das schon im Training gewonnen, in den letzten zwei Wochen gewonnen. Und die Einstellung der Jungs, ja, die Bereitschaft, die taktische Umsetzung, das, was wir immer wieder in den letzten 6 Einheiten geübt haben, hat heute eigentlich sehr gut geklappt. Und ich denke, wenn wir nächste Woche die Leistung wieder abrufen, denke ich, dass wir wieder mit 3 Punkten nach Hause fahren können. Vielen Dank. Okay. Eine Frage hätte ich gleich noch im Anschluss jetzt. Akiyoshi Saito wurde ausgewechselt, schon nach 20 Minuten glaube ich. Was ist ihm passiert? Eine größere Verletzung oder zur Vorsicht? Da gab es ein bisschen auch ein Missverständnis. Der Spieler hat gemeint, er kann noch weiterspielen, hat gehumpelt. Andere Spieler haben gemeint, nee, es geht nicht. Und dann wollte ich die sichere Seite nehmen und dann habe ich ihn lieber ausgewechselt und einen fitteren Spieler halt, oder sicheren fitteren Spieler, den gebracht mit Robert. Und der hat es ja auch dann super gemacht. Okay. Ja, dann auch hier das Wort an die Pressevertreter weiterleiten.
Herr Kötscher, Sie sind jetzt 2 Wochen Trainer. Wie sehr glauben Sie, dass die Mannschaft jetzt schon das spielen kann, was Ihre ideale Vorstellung ist, oder brauchen Sie da noch Zeit? Brauchen noch Zeit. Herr Kötscher, schauen Sie sich die nächsten Gegner, das sind ja die direkten Konkurrenten, auch vor den Spielen immer an. Also jetzt Backnang oder Sandhausen 2, oder konzentrieren Sie sich in der ersten Linie auf sich selbst? 95% auf CFR und 5% auf den Gegner. Bravo! Zum Herrn Schröder vielleicht kurz. Sie sind jetzt eingesprungen kurzfristig. Ist schon absehbar, wie lange Sie das machen werden? Ja, ist absehbar. Ich habe gesagt, ich kann das nur für eine Woche machen, aus beruflichen Gründen. Ich habe versucht, da ein bisschen neutraleren Wind reinzubringen in die Mannschaft. Hat sich in der Trainingswoche auch gezeigt, dass das, also die Trainingswoche war, auch unsere Trainingswoche war sehr gut. Im Fußball ist es nur so, dass wir das jetzt nicht umsetzen konnten auf dem Platz. Aber für mich, ich muss ab nächste Woche wieder normal arbeiten und stehe deswegen nicht weiter zur Verfügung. Das heißt, da macht es der Herr Mössner jetzt erstmal? Oder? Genau, wir haben es sowieso zusammen gemacht, ein Duo, und der Herr Mössner macht es weiter. Ich möchte ergänzen, die Zuschauerzahl heute, offiziell 420 Zuschauer im Holzhofstadion. Ich denke, auch da geht es nach oben, was die Zuschauerzahlen betrifft. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit hier im WIP-Zelt. Danke allen auch draußen im Stadion für Ihren Besuch. Wünsche unseren Gästen noch alles Gute für die weitere Saison und wünsche uns allen noch ein schönes Wochenende. Vielen Dank.